Kahuti, wen haben wir in der Leitung? Hallo, hier ist Monika. Ich möchte gerne fragen, warum ich so wenig bindungsfähig bin. Was, du bist die Monika? Ja, ich habe so eine tiefe Stimme. Aha. Ja. Also du fragst wegen der Bindungsfähigkeit. Ja. Monika, wir gucken nach, ja? Ja, bitte. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass du nicht bindungsfähig bist. Ich habe den Eindruck, dass du es einfach übertreibst mit deiner Suche. Ich übertreibe mit der Suche? Mhm, richtig. Du suchst ständig nach Lösungen für dich und irgendwo verlierst du dich dabei selber. 1, 2, 3, Monika, welchen Stapel nehmen wir? Den linken, bitte. Ja, das ist das, was ich gesagt habe, ne? Pass auf, mein Engel. Hier geht es definitiv darum, dass du immer wieder in der Vergangenheit nach Ereignissen suchst, wieso bei dir was nicht klappt. Und somit gehst du ständig nach hinten. Verstehst du? Dass ich in der Vergangenheit suche, was nicht geklappt hat. Richtig, ganz genau. Ja? Also, was würdest du dazu sagen, wenn ich dir sage, fang einfach mal an zu leben? Ja, das ist leicht gesagt, mein Lieber. Nein? Pass auf, Monika. Ich bin nicht davon überzeugt, dass du nicht bindungsfähig bist. Bin ich doch bindungsfähig? Ja, bist du. Oder habe ich zu viel Angst davor? Nein, du hängst ständig in den Ereignissen der Vergangenheit fest und suchst nach Antworten. Wieso, weshalb, warum ist dies, das so gelaufen? Und dadurch blockierst du dich im Hier und Jetzt. Komm doch zu mir in die Gegenwart. Einfach im Hier und Jetzt. Richtig, ja. Ganz genau. Und dann wirst du erkennen, dass du in der Eigenliebe stehst und zwar komplett. Und das ist ganz interessant bei dir. Wenn du einen Partner hast, du schaffst es, denjenigen an seine Grenzen zu bringen. Und alle waren bisher zu schwach für dich. Ja, das ist richtig. Ja, also und der Richtige kommt in dem Moment, wo du aufhörst, die schwachen Männer anzuziehen. Ja, das stimmt, ja. Aber, ja. Ja? Ziehe ich einen starken Mann an. In dem Moment, wo du nicht mehr in der Vergangenheit rumkramst und dich ständig fragst, wieso war jetzt der eine so und was habe ich falsch gemacht, weil du suchst nämlich ständig die Schuld bei dir. Richtig, ja. Einfach offen sein. Da dürfte aber nicht passen, dass ich jetzt mit meinem Ex zusammen bin. Das ist ja auch wieder einer, der wohl nur von deiner Energie lebt. Ja. Ja, aber Monika, bist du damit glücklich? Ja, nicht ganz. Mhm. Weil du ja was Altes aufwärmst, ne? Ja, er ist wieder auf mich zukommen. Bitte? Er ist wieder auf mich zugekommen. Ja, aber wieso gehst du in einen faulen Kompromiss ein? Nur aus Angst, du wärst dann alleine. Und du bist weder in der Mutterrolle und hast weder ein Kleinkind an der Backe. Ist schön grauslich. Bitte? Schön grauslich. Ja, ich finde es gar nicht mal so übel, weil er ist im Grunde genommen lieber Karl. Er liegt mir sehr gefühlvoll, er liegt mir sehr gefühlsbetont, aber er hat überhaupt kein Selbstbewusstsein. Ja. Also du kannst ja, du hast doch zwei Möglichkeiten. Du kannst mit ihm eine Beziehung leben, aber nicht gerade viel Erotik, ja? Ja. Weil er einfach kein Selbstbewusstsein hat und weil er da eigentlich dich hat so als Mutti-Ersatz. Oder du kannst ins Hier und Jetzt kommen und endlich mal in den Spiegel gucken und sagen, Monika, was willst du eigentlich? Bitte? Ja. Was? Ich bin auch schon in einem Alter, wo es nicht mehr so leicht ist. Nur wer sagt das? Jemanden kennenzulernen. Schatzi, da gibt's eine alte Hexenweisheit. Verliebe dich so oft wie möglich. Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob er nicht was Besseres findet. Ja. Ja? Also ich sage dir, auf Dauer funktioniert das nicht, weil der, so lieb wie er ist, der braucht eine gleichberechtigte Partnerin. Und solange der in seiner Mutterrolle hängt, dass er eine Mami braucht, bist du die Falsche. Ja. So. Ja, ich werde es versuchen. Ändert du dich, dann ändert er sich. Mhm. Das ist gut. Dann musst du auch nicht suchen. Ich habe dir gesagt, geh aus der Vergangenheit raus, such nicht immer die Schuld bei dir. Änder du dich und dann ändert er sich. Na gut. Er ist kein verkehrter Kerl, ne? Ja, ich glaube auch. Er muss endlich mal in die Puschen kommen, auch mit dem Lendenwirbel, ja? Wir haben uns verstanden? Ja. Gut, also, ich wünsche dir viel Erfolg, schöne Nacht. Tschüss. Dankeschön. Bitte.